Lehrlinge werden in ihren Betrieben häufig ausgenutzt und gemobbt. Dieser Meinung ist die USO. Und darum hat sie gestern Abend beim Lehrlingsanlass vom KMU-Verband Winterthur demonstriert. Wir haben berichtet, was die USO mit dieser Aktion erreichen wird und wie die Lehrlinge darauf reagieren, im Beitrag von Nico Zinche. Eine rund 20-köpfige Delegation der JUSO demonstriert beim Lehrlingsanlass vom KMU-Verband Winterthur und Umgebung. Die Gruppe will auf Ausbeutung und Mobbing von Lernenden aufmerksam machen. Immer wieder gäbe es Lehrlinge, die im Lehrbetrieb schlecht behandelt werden. Und der KMU kritisiert mir, dass sie wie jedes andere Unternehmen oder wie alle Unternehmen, die darin vertreten sind, die Lehrlinge ausbeuten. Wir kritisieren daran, dass es trotzdem Betriebe drin gibt, die sich nicht darum kümmern, wo die Lehrlinge trotzdem berufsfremde Arbeiten machen, wo die Überstunden der Lehrlinge nicht aufschreiben, obwohl sie eigentlich von Gesetz wegen verpflichtet sind dazu. Wir kritisieren, dass innerhalb des KMU-Verband nichts gegen die extreme Ausbeutung und den Missbrauch der Lehrlinge gemacht wird. Der KMU-Verband, der gestern Abend den besten Lernenden in Winterthur Medaillen für ihre gute Leistung übergeben hat, haltet nichts vom Auftritt der Jungsozialisten. Vorwürfe sind für mich, so wie sie es jetzt präsentiert haben, nicht haltbar. Ich glaube, jetzt das per se einfach müssen sagen, die Unternehmen KMU steigen quasi die Lernenden ausbieten zum Profit vom Unternehmen. Das stimmt definitiv nicht. Mit der Übergabe von einer Handschelle wehrt sich die JUSO gegen das Ausnutzen von Lernenden. Im Gegenzug haben sie vom KMU-Verband eine rote Karte bekommen. Von den Lehrlingen, die an diesem Anlass dabei waren, sind, haben wir wissen, ob sie während der Lehre ausgenutzt worden sind. Ich habe in meiner Berufsschule, in meinem Lehrbetrieb, in meiner Klasse von der Berufsschule, es hat niemand irgendwelche solche Probleme gehabt, wie sie ansprechen. Sicher gibt es so solche Leute, also solche Betriebe, die ausnutzen, das Lehrling, aber ich glaube nicht, dass es da an diesem Punkt wirklich nötig war. Die Jungsozialisten fordern vom KMU-Verband, dass die Lehrlingsämter kontrolliert werden und dass es in der Lehraufsicht Gewerkschaftsvertreter hat. Mit einer Petition, die Ende September im Bund übergeben wird, möchte die JUSO den Druck auf die Behörden verstärken.